In diesem Video geht es um den Maßstab in ARCHICAD. Grundsätzlich bauen wir ein Modell immer im Maßstab 1:1. Wir haben unter Optionen, Projektpräferenzen, Arbeitseinheiten eingestellt, dass wir die Einheit Meter benutzen mit 3 Sternen hinterm Komma. Hier sind weitere Einheiten eingestellt. Wenn wir Bauteile positionieren und dimensionieren und wenn wir sie bemaßen, dann bedeutet das immer, dass diese Zahlenwerte die Einheit Meter haben. Jetzt müssen wir natürlich auch aus dem Modell Pläne ableiten und diese Pläne haben einen Maßstab. Wenn wir mit ARCHICAD eine Werkplanung machen, dann ist es zum Beispiel für die Grundrisse der Standardmaßstab 1:50, für die Schnitte und Ansichten auch, für Details entsprechend größere Maßstäbe, je nachdem, was wir zeigen wollen. Ich will mal ganz kurz darauf eingehen, was das in ARCHICAD bedeutet. Zunächst einmal sehen wir hier einen Grundriss mit einer Beschriftung. Ich habe im Zeichenfenster unten eingestellt, dass für dieses Zeichenfenster, für diesen Grundriss, der Maßstab 1:50 gilt. Soll. Ich sehe auch, dass dieser Grundriss im Moment mit 100% Darstellungsgröße gezeigt wird. Unser Haus ist 9 Meter breit und 7 Meter tief. Offensichtlich sehen wir hier eine Verkleinerung, und zwar eine Verkleinerung auf 1/50. Wenn ich den Maßstab mal testweise umschalte auf 1:100, dann sehe ich, dass wir jetzt immer noch den Darstellungszoom 100% haben. Die Zeichnung ist jetzt nur noch halb so groß. Die Maße sind die gleichen geblieben. 9 mal 7. Das heißt, die Bauelemente, die Wände, die Decke, die Treppe, die Innenwand, die Fenstertüren machen die Maßstabsanpassung mit. Sie verkleinern sich. Andere Elemente machen das nicht. Zum Beispiel der Text, der Schnittmarker, die Beschriftung des Schnittmarkers und die Beschriftung der Treppe. Was wir auch sehen, ist, dass die Schraffur anders aussieht als zuvor. Sie ist deutlich weitmaschiger. Wenn ich das noch stärker mache, auf 1:200, dann ist dieser Effekt noch besser zu sehen. Ich kann da mal ranzoomen. Die Schraffur ist noch weitmaschiger und auch die Liniendicken verändern sich, beziehungsweise in Wahrheit verändern sie sich eben nicht, sondern bleiben auch statisch. Sie wirken nur dicker, weil sie jetzt im Verhältnis einfach dicker sind. Wir haben einfach kürzere Linien für die Außenfassade zum Beispiel. Die Stiftstärke bleibt die gleiche, deswegen sieht das Ganze jetzt so dick aus. Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt die Linien dicker werden sehe, ist, dass unter Ansicht Bildschirmdarstellungsoption echte Linienstärke ausgewählt ist. Ein kleines, aber wichtiges Detail, wenn es darum geht, Zeichnungen zu beurteilen, ob sie zum Beispiel gut aussehen in einem bestimmten Maßstab, dass ihr die echten Linienstärken seht. ARCHICAD erlaubt es euch auch, die H-Liniendarstellung zu verwenden. Dann sieht das Ganze so aus. Das kann natürlich täuschen, insbesondere weil natürlich die Ausgabe auf Plan und so weiter immer in der echten Linienstärke erfolgt. Also, es gibt Dinge, die bleiben statisch bei Maßstabsänderungen und verändern sich entsprechend scheinbar, aber eben nur relativ, weil sie gleich bleiben, die Zeichnung an sich aber kleiner oder größer wird. Dazu gehören Textkomponenten, die Linienstärken und die Schraffuren, zumindest normalerweise. Ich schalte mal wieder zurück auf 1:50 und den Darstellungszoom 100%. Ich werde gleich noch ein bisschen auf die Art und Weise, wie Schraffuren auf Maßstabsänderungen reagieren, eingehen. Ich möchte aber trotzdem zuerst mal, dass wir eine wichtige Folgerung aus dem Ganzen ziehen. Und zwar können wir ein Modell in beliebigen Maßstäben uns anzeigen lassen im Grundriss. Während wir arbeiten, ist uns oft noch nicht mal bewusst, in welchem Maßstab wir arbeiten. Es ist aber eine gute Idee, schon beim Bearbeiten darüber nachzudenken oder im Blick zu haben, in welchem Maßstab man voraussichtlich diese Zeichnung später sehen oder ausgeben wird. Deswegen ist es zum Beispiel eine gute Idee, wenn ich eine Werkplanung machen möchte, dass ich dann auch die Grundrissdarstellung auf 1:50 stelle, einfach um das Aussehen von Schraffuren, Linienstärken und Texten besser bewerten zu können. Was dies auch bedeutet ist, wenn ich diesen Grundriss in zwei Maßstäben ausgeben müsste, also zum Beispiel einmal im 1:100 und einmal im 1:50, muss ich für jeden Maßstab eine eigenständige Beschriftung machen, weil die Beschriftung ganz offensichtlich in dem einen Maßstab gut aussieht, im anderen zu groß oder zu klein. Also das ist schon mal vorab eine wichtige Folgerung aus dem, was ich hier gezeigt habe. Ich zeige mal ganz kurz, was der Maßstab für eine Rolle bei den Schraffuren spielt. Optionen, Elementattribute, Schraffuren. Ich gehe mal auf die Schraffur Mauerwerk Kalk Sandstein. Da ist sie. Und hier sehe ich nochmal, was es mit dem Maßstab auf sich hat. Also wir haben die Wahl, sie maßstabsabhängig zu machen, Modellgröße, oder maßstabsunabhängig zu belassen, Papiergröße. Sie auf maßstabsabhängig zu stellen, würde bedeuten, dass diese Schraffur tatsächlich die Maßstabsänderung mitmacht. Wir haben hier im mehrschichtigen Verband der Außenwand Kalksandstein, das ist die Schraffur, die dazu benutzt wird. Ich kann jetzt mal diese auf maßstabsabhängig stellen und OK klicken. Jetzt achtet mal drauf, wir haben die Schraffur für die Verblenderschale, wir haben die Schraffur für die Kalksandsteinschicht, wir haben die Schraffur für Bruchlochziegel. Wir werden jetzt mal den Maßstab verkleinern auf 1:100. Ich stelle die Darstellungsgröße mal auf 200%. Jetzt ist also der 1:100 Grundriss genauso groß angezeigt wie gerade der 1:50. Der war mit 100%, der ist jetzt mit 200% dargestellt.
festgestellt, wir sehen, dass die Schraffur der Außenschale deutlich weitmaschiger ist. Wir sehen auch, dass die Schraffur der Hochlochziegelwand deutlich weitmaschiger ist. Aber die Schraffur der Tragschicht ist gleich geblieben. Ich würde euch zunächst einmal raten, damit es nicht zu kompliziert wird, die Einstellungen, die Archicad da standardmäßig hat, zunächst mal auch zu lassen. Das würde jetzt auch bedeuten, dass ich meine Mauerwerk-Kalk-Sandsteinwand wieder zurückstelle auf maßstabsunabhängig. Maßstabsunabhängig ist der Text auch. Das kann man auch sehen, wenn ich hier auf das Textfeld draufgehe, STRG-T. Dann sehen wir hier auch Papiergröße fixiert, Modellgröße skaliert. Das ist das gleiche wie bei den Schraffuren. Ich kann auch beim Text dafür sorgen, dass sich seine Größe anpasst. Das Problem ist bei dem Ganzen eigentlich vor allen Dingen die Position, also die Frage, was passiert eigentlich mit dem Text, wenn er dann bei einer Maßstabsverkleinerung oder Vergrößerung mitwächst oder mitschrumpft, wo er dann denn dann sitzt. Also noch einmal, ich würde immer dringend empfehlen, die Beschriftungssysteme, Bemaßungssysteme jeweils maßstabsabhängig vorzunehmen und die dann auf verschiedenen Ebenen abzulegen und jeweils die Ebene einzublenden, die die richtige ist. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in den Schnitt. Es ist das gleiche wie bei den Ebenenkombinationen. Jedes Zeichenfenster in Archicad, was offen ist, kann einen anderen eingestellten Maßstab haben. Dieser steht jetzt auch schon auf 1:50. Ich kann sogar im 3D-Fenster den Maßstab einstellen. Allerdings spielt das in der Regel für uns erstmal zunächst gar keine Rolle. Also merkt euch nochmal, jedes Zeichnungsfenster kann hier unten einen anderen Maßstab eingestellt haben.